Herr Dumke-Schulz, am 29. April 2019 wurde im Moskauer Haus der Journalisten Ihr neuer Film Remember Odessa vorgestellt. Der Film handelt von dem furchtbaren Brandangriff auf das Gewerkschaftshaus in Odessa am 2. Mai 2014, wo 42 Menschen mindestens starben und 200 verletzt wurden. Wie lief diese Premiere ab? Wie war das Echo des Publikums und der Medien? Also Medien waren eigentlich recht zahlreich da. Die haben auch Interviews gleich gemacht, also im Vorfeld, im Nachfeld, je nachdem. Also war ein bisschen Andrang, ich weiß gar nicht mehr wie viel, 4, 5 Interviews. Und die Zuschauerreaktionen waren aus meiner Sicht alle sehr positiv. Also da war auch ein Vertreter der Kirche bei, den ich jetzt nicht so näher einordnen kann, der dann auch danach noch was zum Film gesagt hat und eigentlich auch positive Worte gefunden hat. Und was ich noch interessant fand, da waren ein paar ältere Filmemacher bei, also die offenbar schon lange Filmleben hinter sich haben und zu mir gesagt haben, dass sie das eigentlich ein sehr beeindruckendes und also auch handwerklich rundes Werk fanden. Also ich habe sowohl zum Inhalt als auch zum Handwerklichen positive Resonanz. Mhm. Herr Dumke-Schulz, Sie haben seit 30 Jahren als freier Regisseur und Dokumentarfilmer für öffentlich-rechtliche deutsche Sender gearbeitet, wie den Mitteldeutschen Rundfunk, RBB, ARD, NDR. Was ist Ihre Vermutung? Werden diese Sender in Deutschland ihren Film Remember Odessa senden? Oder wird dieser Film vielleicht im Kino in Deutschland zu sehen sein? Also könnte ich mir ehrlich gesagt beides nicht vorstellen, also weil ich habe ja mit etlichen Redaktionen Kontakt, also auch WDR zum Beispiel und andere, wo ich schon über diese 5 Jahre seit dem Ereignis immer mal wieder vorgefühlt habe, wie steht man zu dem Thema, kann man da was machen. Und also ich habe da so Reaktionen erlebt, dass die Gespräche in der Regel vielleicht bloß 30 Sekunden lang waren. Ja, also dass ich gesagt habe, also auch zu mir bekannten, schon lange bekannten Redakteuren im Dokumentarfilmbereich, wo ich gesagt habe, ich habe gute Beziehungen in Odessa, da ist das und das passiert. Also ich kann auch in beiden Lagern filmen und so weiter. Ich würde das gerne machen, thematisieren. Und da lautete zum Beispiel die Antwort, vergiss es. Und das war das ganze Gespräch. In welchem Sender war das? Oder ist es nicht so gut, dass du es sagst? Kann ich mich jetzt nicht so genau dran erinnern. Aha. So, oder dass denn beim nächsten Mal die Reaktion war, dass sobald nur das Wort Odessa fiel, fangen die schon wieder mit Odessa an. So, oder dann hatte ich es jetzt im Lauf der letzten Monate nochmal probiert, weil der 5. Jahrestag bevorstand. Und da war die eine Reaktion aus einer investigativen Redaktion, war die Reaktion, ja nee, wir haben mal irgendwann, irgendwo, irgendwas über Odessa gemacht, da müssen wir jetzt nicht nochmal was machen. Und beim letzten Versuch kam dann die Antwort, nee, also unsere Sendeplätze sind schon alle belegt, weil wir jetzt das Thema 15 Jahre EU-Erweiterung haben. Also haben wir keinen Platz für Odessa. Mhm. Und Kino kann ich es mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, weil es gibt ja schon viele Versuche, was über Donbass, Odessa und so weiter zu machen. Und mir ist kein Fall bekannt, dass so ein Film mal von irgendeinem Kinoverleih übernommen wurde. Mhm. Also eine einzelne Kinoveranstaltung, das mag vielleicht gehen, aber man will ja eigentlich einen Kinoverleiher, der das in Programm bringt, in viele Städte, in viele Kinos, und das kann ich mir nicht vorstellen. Haben Sie denn bei Ihren Kollegen, die Sie schon lange kennen,
wenigstens gespürt, dass es irgendwie so ein Signal gab, eigentlich müsste man das zeigen, aber wir können nicht. Gab es sowas? Naja, na klar, so eine Signale gab es. Also es gab in der alternativen Medienlandschaft von einigen Kollegen, nicht aus dem öffentlich-rechtlichen Bereich, sondern aus dem Alternativbereich positive Reaktionen, die gesagt haben, ja, das müssen wir doch bei uns auf der Plattform zeigen und da müssen deutsche Untertitel runter und vielleicht können wir da eine Premiere irgendwo in Berlin im Kino machen und danach eine Sendung irgendwie bei uns, aber eben nur auf Alternativplattformen, woanders nicht. Und da haben Sie, sind Sie nicht drauf angesprungen, weil Sie ja praktisch schon sehr viel Geld investiert haben und das Ziel haben, den Film richtig zu verkaufen und es soll auch ein Geschäftserfolg sein? Naja, im Prinzip ist es ja so, es ist ja ein Kinofilm und kein Fernsehstück und man... Die erste Reaktion immer, wenn man mit Leuten redet, ja, und wann ist er im Internet, ist natürlich ein bisschen schwierig, weil ein Kinofilm macht viel Arbeit, man sitzt Monate am Schnitt, Vorbereitung und so weiter. Und wenn es nicht das Hobby ist, sondern der Beruf und wenn man selber Produzent ist und nicht angestellt, geht man natürlich, egal bei welchem Film, immer davon aus, dass der sich ja irgendwann auch mal rechnen muss. Also für die Arbeitszeit, die man investiert hat, den Aufwand und so weiter. Dass das schwierig wird, ist mir von Anfang an klar gewesen, weil man sitzt mit dem Film zwischen allen Stühlen. Aber solange wenigstens noch die geringe Chance besteht, dass man eventuell damit auch wirtschaftliche Rückflüsse hat, solange möchte ich den nicht kostenlos ins Internet stellen. Aber wenn es in Deutschland nichts wird, was können Sie dann machen? Können Sie noch ins Ausland gehen mit Ihrem Film? Gibt es da Abnehmer vielleicht? Also da bin ich also fast ein bisschen optimistischer. Also wenn man zum Beispiel so eine Fälle hört, dass dieser Film über die Scharfschützen auf dem Maidan, diese Georgier waren es, glaube ich, ne? Dass so weit im italienischen Fernsehen gezeigt wird, in Deutschland ist so weit völlig undenkbar. Also zum Beispiel der Film von Oliver Stone über die Ukraine, da erfährt man ja nicht mal im deutschen Internet was. Der wird ja völlig totgeschwiegen. Der existiert gar nicht. Ja? Also in Deutschland ist es völlig unmöglich. Sie haben ja, sag ich mal, sehr gute Chancen, denke ich mal, im Ausland auch Erfolg zu haben, weil in diesem Film sind... ist sehr viel Material, einmal von Ihnen, aber auch von Fremdfilmen, also von Streamern, was noch nie veröffentlicht wurde und was noch viel näheres Bild gibt der Ereignisse, was im Gewerkschaftshaus genau passierte. Und von daher denke ich, das ist durchaus möglich, kann ich mir vorstellen. Also sagen wir so, ich rechne mir größere Chancen, Frankreich, Spanien, Italien oder möglicherweise so ja in den USA aus, als in Deutschland. Ich möchte noch mal zu sprechen kommen auf dieses Material, was nicht von Ihnen gedreht wurde. Also man sieht sehr eindrucksvoll, qualitativ nicht sehr gute Aufnahmen, weil es wahrscheinlich unter schlechten Lichtverhältnissen gefilmt wurde von einem Streamer, der begleitet ukrainische Nationalisten beim Gang durchs Gewerkschaftshaus unmittelbar nach dem Brand, wo Tote liegen, teilweise nackt, also mit heruntergelassenen Hosen. Warum? Es wird nicht erklärt in diesem Film. Und dann der Streamer, der kommentiert das dann so irgendwie, ja, jetzt habe ich hier den Ausweis gefunden und der hat noch die und die Adressen und der hatte noch ein Handy, wollt ihr das haben und so. Und dann werden auch teilweise so wirklich herabsetzende Äußerungen über die Toten gemacht. Also es ist wirklich sehr eindrucksvoll und schockierend. Und wichtig, dass das auch Menschen sehen, die das bisher nicht sehen wollten. Aber wie schwer war es, an dieses Material ranzukommen? Das ist Material, was praktisch noch nicht im Internet ist. Und ansonsten gibt es sehr viel Material, aber genau das gibt es nicht. Naja, also es gibt ja etliche Leute in Odessa, also auch von denen, die im Gewerkschaftshaus waren und die überlebt haben, die sich seit diesem Tag mit diesem Thema beschäftigen und versuchen, das in die Öffentlichkeit zu bringen. Und die haben natürlich erstmal, weil ein großer Teil von ihnen vor Ort ist und die Originalaufnahmen natürlich vor Ort entstanden sind und hauptsächlich auch mit Leuten, die vor Ort sind oder waren zu dem Zeitpunkt, die haben Material gesammelt. Also die haben den besten Zugang dazu. Mhm. Und als ich gedreht habe da im Mai 2018, wo mir vor Drehbeginn eigentlich klar war, das muss eine längere Dokumentation werden, und das geht nur mit Archivmaterial.
nur mit den Gegenwartsaufnahmen funktioniert das nicht. Und da habe ich dann also meinen Bekannten da, die zu dieser Anti-Maidan-Bewegung auch gehören und die auch selber Öffentlichkeitsarbeit machen, habe ich gesagt, also Leute, ich brauche Material. Und die haben das besorgt und das auch geregelt und von denen habe ich das und ja, und so ist das in den Film gekommen. Ich habe schon darüber gesprochen, eben über diese Leute, die teilweise nackt waren oder halbnackt. Wissen Sie, was dahinter steckte? Wurden die Toten geschändet oder was? Ja, eigentlich wird es im Film gesagt. Habe ich es vielleicht überhört? Kann sein. da fällt so der Satz, das ist so die typische Methode von Spezialeinheiten. Also es gibt ja zum Beispiel auch Ausbildungsvideos oder Videos, Handyaufnahmen von Ausbildungstrainingseinheiten vom rechten Sektor in irgendwelchen Trainingslagern. Also wo Nahkampf erfahrene Leute den Leuten vom rechten Sektor beibringen, wie man im Nahkampf vorgeht, wie man Gegner ausschaltet, ohne eine Waffe zu haben. Und da ist eine ganz wichtige Methode, Gürtel lösen, Hosen runterziehen, dann kann der nicht wegrennen. Das ist eine typische Methode von Spezialeinheiten. Und der Gürtel wird dann verwendet, entweder um die Hände zu fesseln oder wie auch immer. Das heißt, man zieht denen die Hose runter, die können nicht richtig wegrennen, schmeißt die aus dem Fenster, da können sich dann auch nicht bewegen und schon haben wir das Problem gelöst. Grauenhaft. Ja. Sie haben in Odessa auch einen Ultranationalisten interviewt vom Gewerkschaftshaus, ein junger Mann im karierten Hemd. Mhm. Also was der sagt praktisch so, er will, dass es eine starke Ukraine gibt und dass es Teil Europa wird und sozusagen Vorposten von Europa mit einer sehr starken Armee. Und das ist praktisch schon eine Äußerung von so einem Jugendlichen. Mhm. Und also was ist... Warum haben Sie denn mit aufgenommen? Also was war Ihre Motivation? Naja, also die Absicht war ja, einen künstlerischen Dokumentarfilm zu machen und das ist so in der Tradition, also ich war ja in Babelsberg an der Filmhochschule, also in der Tradition des Dokumentarfilms, der auch so Anleihen am russisch-sowjetischen Traditionsbild für Dokumentarfilm hat. Das heißt, der Anspruch ist ja, einen Film zu machen mit dokumentaren Mitteln, der eigentlich in einer Spielfilmdramaturgie unterliegt. So, und wenn man einen Spielfilm macht und da einen Konflikt beleuchtet, hat man ja in der Regel auch immer zwei Personen. Also da gibt es im Film bei Ihnen so eine Situation, Sie interviewen diesen jungen Nationalisten und danach kommt so eine Situation, wo auf einmal jemand von Ihnen Ihren Ausweis sehen will. Mhm. Und man hat das Gefühl, da ist jetzt ein bisschen Panik. Sie werden irgendwie bedrängt. Also was war da los? Naja, eigentlich war es relativ lustig. Also weil ich mache ja, also bin ja wie gesagt in vielen Krisengebieten und da mache ich es in der Regel so, dass ich keine offizielle Drehgenehmigung habe und das irgendwie über Bekannte und sonst wie löse. Also das hat in der Regel auch den Hintergrund, keine schlafenden Hunde zu wecken. Das heißt, ich reise also für mich ist es natürlich da, in die Ukraine einzureisen, ohne jetzt zu sagen, hey, ich bin Journalist oder Filmemacher und ich will jetzt mal hier euren Aufmarsch da filmen. Also, weil ich glaube, das könnte nicht unbedingt die Arbeit befördern. So, und offenbar ist da diesem leitenden Polizeioffizier, wobei ich nicht hundertprozentig weiß, er hat sich ja weder mit Namen noch mit Dienstgrad vorgestellt. Also ist weder klar, ob er von der Polizei oder vom Geheimdienst war. Dem ist natürlich irgendwie aufgefallen, ich gehöre nicht zu den ganzen ukrainischen Journalisten, die da waren. Und das muss dem aufgestoßen sein. Und deswegen ist er da auf mich los und wollte nur wissen, ob ich einen Presseausweis, Drehgenehmigung, was ich überhaupt für einer will, was ich da mache. Und da ist dann so meine übliche Reaktion, ich verstehe nichts. Also, hat es gearbeitet in der Situation? Hat das funktioniert? Ja, weil das ist automatisch, das mache ich dann immer so. Also, ich verstehe nicht und bin dann weggegangen. Der sagte zu mir, bleiben Sie hier, kommen Sie zu mir. Und ich verstehe nicht, bin einfach weitergegangen. Und meine Absicht war im Prinzip, ich wollte noch zu zwei Begleitern.
von denen auch einer Russisch konnte und den sozusagen als Dolmetscher einschalten, weil das verschafft mir dann auch die Gelegenheit, nochmal schnell nachzudenken, wie verhalte ich mich jetzt, was antworte ich dem, also ein bisschen Zeit schaffen. Ne? Mhm. Aber vom Bauchgefühl hatte ich irgendwie, ich hätte mich auch irren können, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, eigentlich kann der mir nichts, was will der jetzt von mir? Und Sie hatten nicht das Gefühl, nachts im Hotel, oh Mann, vielleicht kommen die jetzt, klopfen die an die Tür oder... Ja, das Einzige ist, und das ist ja bei allen diesen Situationen, auch im Nahen Osten, du weißt ja nicht, was im Hintergrund passiert und was nächsten Tag ist. Und das Wichtige ist das Material. Das heißt, nach dem Vorfall bin ich sofort in den nächsten Laden, der offen hatte, habe mir eine Festplatte besorgt. Dann haben wir das ganze Material kopiert, dann habe ich es eben jedem, der nicht von der Polizei kontrolliert wurde, dessen Daten die nicht hatten, wie gesagt, du hast jetzt die Sicherheitsfestplatte, und wenn die mir das abnehmen, dass ich jetzt mit dem Material rauskomme. Also die Bedenken hatte ich, dass eventuell das Material abgenommen wird. Also bei Ihrem Film hat man den Eindruck, man sieht die trauernden Menschen vor dem Gewerkschaftshaus und dann sieht man die demonstrierenden jungen Ultranationalisten und Faschisten. Und man hat das Gefühl, ganz Odessa besteht eigentlich nur aus zwei Lagern. Faschisten, die sind jung, und ältere, mittleres Alter, die trauern um die Toten. Ist es wirklich so in Odessa? Ja, was die beiden Lager betrifft, ja. Aber ich denke, das Lager, was sich raushält, ist, glaube ich, noch größer. Mhm. Wobei, was ich sehr spannend fand, da war ich aber leider nicht mehr in Odessa, ein paar Tage später, am 9. Mai war ja wieder eine Demonstration zur Erinnerung ans Kriegsende. Und da war eine völlig andere Situation, weil dieser Marsch der Faschisten, den ich da gefilmt habe, das waren ja nur ein geringer Bruchteil aus Odessa. Die waren ja alle angekarrt worden aus der Westukraine. Mhm. Weil der Kern der Faschisten in Odessa ist nicht groß. Das sind nur 300 Leute etwa. Mehr sind das nicht in dieser Millionenstadt. Also es ist eine kleine Gruppe. Und die waren nun am 9. Mai nicht mehr da. Die waren schon wieder zu Hause in der Westukraine. Und da war dann die Situation, dass also am 9. Mai etwa, ich kann es schlecht schätzen, 20.000, 30.000 Odessa da waren, die dieser, also viel mehr als am 2. Mai am Kulikow-Feld, wesentlich mehr Leute, die also da den 9. Mai begangen haben, und dann waren nur die Schreier von Odessa da. Also es war so ein kleines Grüppchen, das könnte gegen die Masse gar nichts machen. Unverschämt. Also insofern denke ich, dass mein Eindruck ist, dass der größte Teil der Odessa mit diesen Leuten, mit diesen Radikalen einen Stammhut hat. Zum Schluss möchte ich Ihnen noch eine Frage stellen, und zwar, was ist Ihr Eindruck nach 5 Jahren Ukraine-Krise? Konnten die alternativen Medien, die kritischen Journalisten, konnten die Informationsblockade, die es gibt zu den schrecklichen Ereignissen Odessa, konnte diese Informationsplakate durchbrochen werden, zumindest ein Stück oder überhaupt nicht? Also Sie leben in Deutschland, Sie müssen das eigentlich beantworten. Naja, also ich merke es ja an, also ich versuche mit allen möglichen Leuten ins Gespräch zu kommen, also auch aus den verschiedenen ideologischen Lagern, und ja nicht nur im beruflichen Umfeld, sondern auch im privaten. So, und da merkt man ja, dass wenn Leute, die also nur die traditionellen Medien da konsumieren, ihre Tagesschau gucken und irgendeine Zeitung lesen, dass die nach wie vor nicht informiert sind. Die haben noch nie irgendwas von Odessa gehört, die schweige denn ihr Gewerkschaftshaus sonst irgendwie. Also, hä, Odessa, ist das nicht auf der Krim? Also, die können ja nicht mehr die Stadt einordnen, manche. Und mein Eindruck ist, dass es eigentlich nur den Anhängern der Alternativmedien, dass die erreicht wurden und vielleicht noch ein bisschen ein paar am Randgebiet. Aber dass es zu einem Informationsumschwung in Deutschland geführt hat, also ist nicht mein Eindruck. Aber erinnern Sie sich noch an den 2. Mai 2014, die Reaktion in Deutschland? Es war doch immerhin so, dass Frank-Walter Steinmeier am Ende Mai nach Odessa geflogen ist, sogar einen Kranz niederlegen wollte vom Gewerkschaftshaus, was er dann nicht gemacht hat. Aber offenbar war damals in Deutschland, wussten die Leute Bescheid, dass da Menschen sterben im Gewerkschaftshaus. Und dieses Interesse hat man irgendwie zugekleistert oder einfach weggewischt. Naja, ich denke, das hängt einfach mit der Informationspolitik zusammen. Also diese
steinharten westliche Werteideologen, die ja auch zu meinem Bekanntenkreis gehören, die also sozusagen nur die offiziellen Varianten kennen, die sind ja nach wie vor der Meinung, ja, da waren ein paar Russen, die zu doof waren, mit Benzin umzugehen, die haben sich selber verbrannt. Also warum soll man da ewig drüber reden? Mhm. Also denen ist doch weder bewusst, dass es so eine radikal nationalistisch-faschistischen Kräfte gibt. Das glauben die, das ist ja alles nur Russenpropaganda. Mhm. Und was da passiert ist, naja, mein Gott, im Haus brennt und sterben Menschen. Gut, so, also warum soll man da so lange drüber reden? Also so ist so die Haltung von denen, die so umfassend informiert sind, wie unsere Massenmedien informieren, nämlich gar nicht. Na gut, also Herr Domke-Schulz, ich bedanke mich, dass Sie bereit waren zu diesem Gespräch und hoffe, dass Ihr Film irgendwie doch noch den Durchbruch schafft. Und vielleicht können wir uns irgendwann mal wieder treffen und sehen, wie es weitergegangen ist mit Ihrem Film Remember Odessa.